Guten Tag, Leute. Hier Eivor, spricht was wieder ist los mit dir? euer Hast du Peter wieder zu viel von Valkas Zauberbrühe getrunken, alter Nimmersatt? Mich verfolgen Bilder von Odin und Svartalfheim. Sie überschwemmen meinen Geist ohne Vorwarnung oder Einladung. Aha, so hat auch Thor Svartalfheim Junge, Thor, aller mehr Handelnde, Junge, das ist aber hell, dass wir es gefunden haben, Junge. Kämpfte und rammte, wohin Junge, er und Mjölnir auch gingen. Echt cool. Wow, das ist aber hell, dass wir es gleich gefunden haben, Leute. Kampf mit einem Jötun, das Thors Todesstoß. Wow, das ist mal cool, dass wir es gefunden haben hier schon. Der Boden erbebte. Oh, jetzt letzte. Mann, nee, das müssen wir nicht so gesehen, Leute. Eins und werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Brach das Ufer des enormen Sees, der die Quellen Yggdrasils in sich trug, und flutete ganz Svartalfheim. Heidmar, der Zwergenkönig, handelte rasch. An der Seite seiner treuen Untertanen errichtete er drei mächtige Dämme, die sein Reich vor weiterem Schaden bewahrten. Einer der Baumeister war so überrascht, den großen König neben sich arbeiten zu sehen, dass er ausrutschte und in die reißenden Fluten unter ihnen stürzte. Heidmar sprang ohne Zögern, erst vom Pferd und dann noch einmal von der Mitte des Damms, hinein in den schrecklichen Strom. Bevor der Arbeiter auch nur um Hilfe schreien konnte, zog Heidmar ihn bereits ans trockene Land. Und so wurden zwei riesige Statuen zu Ehren des Königs errichtet. Eine für jeden seiner tapferen Sprünge, die bis zum Ende der Zeit Bestand hatten. Bis Ragnarök. Ja, wie du siehst, schlagen taten Wellen wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Oder wie Thor, der einen Jötunschädel mit Mjölnir zerschmettert. Das beeinflusst alles, sei es vorhergesagt oder unbekannt. Ich fürchte, meine Geschichte hat deine Sorgen nur verstärkt. Hm? Nein, eine gute Geschichte ist ein Scheit, der das Feuer des Geistes nährt. Danke, mein Freund. Oh, die Templer. Ich höre, du suchst nach Geschichten aus Svartalfheim. Nicht nur du hast Erscheinungen der Asen. Du hast sie auch gesehen? Nein, doch ich kenne die Macht, die den Bildern innewohnt und was sie bei einst geliebten Menschen bewirken. Du sprichst von Sigurd. Willst du nun meine Geschichte hören? Es war einmal ein Bergarbeiter der Zwerge, dem nur seine Arbeit wichtig war. Er kannte nichts als die Mina und wollte und sollte nichts anderes kennenlernen. Eines Tages hörte er ein seltsames Geräusch. In seinem ganzen Leben in den Minen Vangrens war er nie auf einen Felsen getroffen, der quietschte. Zuerst beachtete er es nicht. Doch das Quietschen setzte sich über Stunden unablässig fort. Als der Bergarbeiter es nicht mehr aussieht, spaltete er den Erinnerung Felsen mit seiner leider. Und dann sah er ein Eichhörnchen, das bis zu dem Augenblick dort festgesessen hatte. Leider werden wir eine Erinnerung nicht sehen. Und das wird, schade sein, dass wir eine Erinnerung nicht machen können. Als der Zwerg den Tag darauf erwachte, erwarteten ihn Früchte und Nüsse. Ein Geschenk des Eichhörnchens. Das erste Geschenk, das der Bergarbeiter je erhalten hatte. Endlich hatte er einen Freund. Das Eichhörnchen führte den Zwerg zu einem Felsen mit Haraldsdrohne. Dort sammelte der Bergmann Fische für sein Abendmahl, während das Tier in den Bäumen spielte. Eines Abends schlief der Zwerg beim Beobachten seiner Angelschnur ein, lächelnd. Voll Freude ob des fröhlichen Quiekens seines Freundes über ihm. Als die Sonne am nächsten Morgen emporstieg, fand sie den Zwerg versteinert vor. Jetzt müssen wir nach Norden, jetzt müssen wir wieder zur Karte zurück, Leute.
um dort nach Norwegen zu reisen, Leute. Es hoffte seinem Freund. Aber wie gesagt, die letzte Hinweis werden wir wahrscheinlich so nicht mal getan hatte. Wir ein 5 4 Hämmer, 5 Erinnerungen Hämmer, aber wir die eine Erinnerung werden wir nicht hinkriegen, Leute, leider. Die eine werden wir nicht hinkriegen. Das werden wir sehen, Leute. Das wird man sehen. Und jetzt gehen wir erstmal nach Norwegen. Nach Norwegen, ja. Da bin ich mal gespannt, Leute. Die Erinnerung. Die ein andere Erinnerung werden wir leider nicht kriegen. Weil die beschädigt. Vielleicht finden wir sie, kriegen wir sie noch. Irgendwie in der Zeit, bis wir da. Das werden wir sehen. Möchtest du sehen, wozu du mich angeregt hast? Vielleicht kriegen wir die noch irgendwie, man weiß es nicht. Aber wenn wir sie nicht kriegen können, kann. Ne. Wir müssen jetzt nach Norwegen, Leute, erstmal. Aber wir müssen. Petra. Petra. Du. Nein. Wie kommen wir. Sag bitte nichts. Ich verstehe. Du weißt nun, was ich für dich fühle. Das. Wie kommt man nochmal auf eine Atlas-Item? Jetzt wir müssen zum Atlas, ja. Okay, aber wir werden mal sehen, ob wir alles hinkriegen. Bin mal sehr gespannt, Leute, ob man. Ja, das wird eine schöne Zeit, Leute. Ich bin mal gespannt, Leute, ob wir es finden. Ja, ob wir es finden. Bei König Harald. Aber eins werden wir nicht finden, glaube ich. Eins werden wir, glaube ich, nicht finden. Wie gesagt, eins ist beschädigt, leider. Das wird. Das ist halt schade, oder? Wenn man eins mit haben. Ich muss gehen. Ja. Bleib gesund. Ist auch nicht schlimm, aber naja, wäre halt schön gewesen. Die letzte ist halt beschädigt. Was? Wie man die jetzt noch retten könnte? Ich kann mal halt anbieten. Also, man muss halt, es ist halt so wie. Wie gesagt, Leute, es ist halt so. Jetzt werden wir mal zurück zu unserer Heimat gehen, Leute. Nach Norwegen. Nach Norwegen, Leute. Bereit für die Schlacht. Jetzt da bin ich mal. Nun muss ich gehen. Auf bald. Das Fragment ist nah. Ich kann es schon.
Normal müsste es ja hier sein, Leute. Drehen wir die Zeit mal etwas. So, jetzt gehen wir nach Norwegen zurück zu König Harald, Leute. König Harald. Ja, da bin ich mal sehr gespannt dann. Hast du gut über mein Angebot nachgedacht? Nein, halt. Sehr gespannt, ob man das Ding abfindet. Dann frage ich morgen erneut. Wie kann sich ein so großes Herz in einem so bescheidenen Mann verstecken? Wie meinst du das? Du arbeitest da bin ich mal. Ja. Das liegt für ab, dich. Was, ob wir es schaffen werden, wir sehen, Leute, ob wir die, die mal sehen konnten, finden. Und wenn wir die finden, dann. Ich es sonst noch nie sah. Ah. Hab Dank. Sorgst du dich nicht um deine eigene Familie? Oder um deinen Clan zu Hause? Ja, das ist mal, bin ich mal gespannt, Leute. Ich habe einen Clan, wie du es nennst, aber keine Familie. Ich wurde recht jung zur Waise. Möglich, dass es dieser Verlust war, der mich zu den Verborgenen trieb. Sie haben mich in jedem Fall wie einen Sohn behandelt. Auch ich verlor meine Familie. Doch ich fand eine neue. Den Rabenclan. Ich verdanke ihnen mein Leben und würde es für sie geben. Ich verspüre dieselbe Dankbarkeit, jedoch umfassender. Weißt du, jeder kann sich den Verborgenen anschließen. Daher verdient auch jeder unsere Liebe. Ich bewundere euer Streben. Doch fehlt es mir an Zielstrebigkeit, um euer Credo voranzubringen. Mein Geist liegt oft im Zwiespalt zwischen dem Jetzt und der fernen Vergangenheit. Und es wird einige Zeit dauern, um den Grund zu verstehen. Ah, ist es soweit? Bitte verzeih, Eivor. Unsere Ausbildung folgt einem strengen Zeitplan. Natürlich, macht nur. Und viel Erfolg mit denen. Sie sind ein wilder Haufen. Oh. Aha, bei Harald. Na, da ist er. Schön, dich zu sehen.